Ja, hat mich gerade lang gemacht. Ist ja kurz nach 7. Muss mir jetzt beeilen, will einen Zug bekommen. Ja, die Straße klebt hier ganz schön von dem Lindenzeug, was hier auf der Straße liegt. Oh, ist das schön leer hier heute Morgen. Ja, um 7.23 Uhr geht mein Zug ab Dammtor. Dann geht's Richtung Kiel. Bin heute um 5:45 aufgestanden. Überhaupt nicht mein Ding. Aber nützt ja nichts, wenn man am Tag ein bisschen was erleben will. So, ganz hoch wieder ins Bahngleis. Ja, bin im Zug und bin scheinbar ganz alleine hier. Cool, wie pünktlich. Ja, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich meine Radierung befestige. Na, ich weiß nicht, ob das eine gute Lösung ist, aber ich sitze ja daneben. Zug ist pünktlich, schon ein bisschen kühl, obwohl ich hier wirklich nur eine kurze Hose, ich habe zwei kurze Hosen an. Die obere werde ich wahrscheinlich nachher ausziehen, ein bisschen so reibt. Ja, ich fahre jetzt nach Kiel und fahre dann gleich los Richtung Nord-Ostsee-Kanal, Richtung Rendsburg und dann nach Brunsbüttel. Genau, das sind ungefähr 125 Kilometer, die ich heute vorhabe. Plus natürlich Umwege und Verfahren, wie immer. Und werde dann in Brunsbüttel oder kurz vor Brunsbüttel auf dem Campingplatz übernachten. Ich hoffe, dass es nicht so kalt wird, aber ich habe noch eine Wolldecke mit. Eine richtig coole Strickdecke. So eine Strickdecke. Kann man bei minus 5 Grad, glaube ich, draußen pennen. Ja. Mittlerweile bin ich schon ganz gut im Packen und habe alles in so einer Kiste drin. Das Wichtigste, was ich sonst nicht brauche. Schaue ich einmal durch und packe das wie gewohnt. Also eine halbe Stunde ist mein Fahrrad dann noch vorbereitet. Ja, ich habe auch nur einen Akku dabei. Den 625er. Der wird wahrscheinlich heute nicht ganz reichen. Je nachdem, also ich werde da unterwegs mal nachladen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Ladestationen. Wenn ich dann fahre, ich ohne Antrieb, das ist sowieso alles flach da. Also mache mir da überhaupt keinen Kopf deswegen. Nebel auf den Feldern, aber das sieht ja nach einem vielversprechenden Wochenende aus. Also war hier in Kiel ein Aufzug, wo ich einfach nicht reinpasse. So, 20 vor 9 und es geht los hier in Kiel. Ja, das fängt ja hier schon mal traumhaft an. Ich würde mich am liebsten erstmal hier hinsetzen und ja, die Hafenluft genießen. Aber ich muss ja irgendwie gucken, dass ich meine Kilometer zusammenkriege heute. Ja, da drüben ist Mönckeberg. Da habe ich mal als Zweijähriger gewohnt. Ein Jahr oder zwei. Jedenfalls kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. So, ich verlasse jetzt die Kieler Förde und fahre hier so eine kleine Ecke direkt auf den Kanal zu. Ja, Kanalfähre. Und hier gibt es schon Stufen. Oh, bitte nicht. Nee, doch, da geht's runter. So, mal sehen, wie lange ich hier auf die Fähre warten muss. Aber ich glaube, die fährt alle Viertelstunde, aber ich sehe keine. Sieht ziemlich empty aus hier. Boah. Die ist abgehauen. Keine Ahnung, was hier los ist. Jedenfalls sieht das nicht nach einer Fähre aus hier. Das ist mal wieder Komoot. Komoot wird es mir noch verraten, wie dieser Fährableger heißt. Da wird so ein kleines Hassvideo gegen Komoot heute. Jetzt gucke ich mal bei Google Maps. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Hier steht ein Schild. Liebe Radfahrer, Rennen, Radler und so weiter. Statt zu warten, queren Sie den Kanal über die Holtenauer Hochbrücke mit faszinierendem Blick auf die Schleusenanlage mit nur ca. 15 Minuten Fahrzeit. Fahren Sie zurück und so weiter. Ja, da steht man hier vor einer Sperrung.
Radwegbrücke, Fahrtrichtung Holtenau gesperrt, Umleitung folgen. Hauptsache ich komme da irgendwie rüber. Ja, es geht auf jeden Fall über die Brücke. Und tatsächlich eine traumhafte Aussicht. Da braucht man gar keine Drohne steigen lassen. Super. Ja, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Bin da über diese Brücke hinten gefahren. Und da hinten, da wollte ich ja mit der Fähre fahren, die offensichtlich doch nicht fährt. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist das die Hötigbaumbrücke. Und es gibt tatsächlich nochmal einen abgetrennten Bereich. Da sieht man auch gerade so ein bisschen Netz für Radfahrer. Ist auch extra nochmal beleuchtet. Und da oben war ich gerade bei den Skatern. Und da dachte ich, ich kann eine Abkürzung nehmen. So, jetzt bin ich nochmal eine Etage tiefer und fahre jetzt direkt am Kanal entlang. Und los geht's. Mal sehen, ob ich das heute alles schaffe. Ich weiß es nicht, ich glaub's nicht. Inzwischen, so wie ich hier rumbummel. Und gefrühstückt habe ich auch noch nichts. Aber ich sag mal schalten. Ja, nach dem Bäcker sieht's hier erstmal nicht aus. Das ist sehr vielversprechend. Ja, es sind jede Menge Segelboote hier unterwegs, die per Motorkraft wahrscheinlich zum Einlagern für den Winter irgendwo untergebracht werden. Ja, hier nochmal eine schöne alte Stahlbrücke. Ja, ich hoffe es. Hört nicht auf die Dauer langweilig. Nee, aber den Anblick hier kann ich schon länger ertragen. Den Radweg auch, obwohl der jetzt nicht ganz glatt ist, aber lässt sich gut fahren. Ja, bin jetzt 25 Kilometer gefahren, also einschließlich der Strecke zu Hause bis zum Bahnhof. Ja, wie versprochen, hier mal ein größeres Schiffchen. Das ist schon ziemlich verrostet aus, das Ding. Ne? Erstmal ein paar Regeln, mal sehen, ob ich irgendwie noch einen Bäcker finde heute. Ja, hier die erste Fähre. Und ich muss da irgendwie hoch. Jetzt links auf Fahrradweg. So, jetzt geht's ein ganzes Stück weg vom Kanal. Und irgendwann geht's wieder zurück zum Kanal. Ist mal eine Abwechslung. Mittlerweile ist es auch schön warm geworden. Ich habe meine Jacke ausgezogen. Zumindest in der Sonne hier im Schatten. Ist doch noch recht frisch. Aber herrlich. Ja, nach Kiel 16 Kilometer mit dem Auto. Bin jetzt auch schon 27 Kilometer gefahren. Einschließlich der Strecke hier in Hamburg. 4,7 Kilometer. Jetzt geht es in Richtung Gettorf. Zumindest habe ich hier wieder ordentlichen Radweg. Mit einer guten Oberfläche. Jetzt fahre ich mal ein bisschen ohne Unterstützung, indem ich einfach schneller fahre. Muss mal ein bisschen Kilometer machen jetzt. Bin gerade durch Großkönigsfelde gefahren und fahre jetzt wieder zurück an den Kanal. Den habe ich schon fast vergessen. Hier ist wieder Baustelle. Irgendwas wird da ausgebaut, aufgebaut. Ausbau der Strecke des Nord-Ostsee-Kanals. Yeah.
Ja, hat mich gerade lang gemacht. Ja, kommt vom Film. Ne? Gut, dass ich den Helm auf hatte, wobei bin hier gegen das Gitter, auch mein Portemonnaie liegt dahinter. Muss ich das mal irgendwie wieder rauspulen. Ne? Da bin ich runtergefahren. Ich habe einfach die Kurve nicht so steil eingeschätzt. Ja, und konnte mich dann nicht mehr. Hätte ich einen halben Meter mehr Platz gehabt, dann wäre ich noch dran vorbeigefahren. Aber letztendlich bin ich selber schuld. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Jetzt habe ich den Bauzaun hier leider ein bisschen verschieben müssen, damit ich da an meinem Portemonnaie rankam. Ja, tut mir leid für die 5 Minuten Arbeitsaufwand, die ihr nachher wieder habt, das wieder hinzuräumen. Könnt mir gerne eine Rechnung stellen. Aber nur für 5 Minuten. Ja, ich blute doch ordentlich an der Hand. Ich zeig das jetzt nicht. Und am Knie. Ich habe auch kein Verbandszeug dabei, nur ein bisschen Klopapier. Aber ich muss meine Fahrt deswegen nicht abbrechen. Oh, machen wir ein bisschen langsamer an jetzt hier. Ja, altbekannter Weg. Neuer Streckenabschnitt. Ja, zum Glück ist nicht viel passiert. Also ich habe noch ein bisschen an der Hand 2 Stellen aufgeschnitten. Am Knie hat es geblutet, aber es hat schon aufgehört. Und an der Schulter bin ich gegen den Maschendraht gekommen. Und mit dem Kopf. Zum Glück habe ich den Helm auch gehabt. Wobei der Aufprall war jetzt nicht so heftig. Hätte ich wahrscheinlich eine kleine Druckstelle gehabt, wenn nicht. Ich fahre hier mit 28, hab doch ordentlich Rückenwind und hab schon 21,2 Durchschnitt. Waren vorhin noch 19. So, jetzt halt ich mal an. Muss man mein Knie nochmal abwaschen. Ja, jetzt zeige ich euch doch mal das Knie. Ich habe ein bisschen abgewaschen. Und in der Hand habe ich hier auch so 2 Stellen. Ja. Nicht so schlimm. Ja, also wenn ich hier so sitze, merkt man doch ganz schön Rückenwind. Das ist gut, dass ich vorher auf den Windfinder geguckt habe, sonst wäre ich in die andere Richtung gefahren. Ja, es sind 42,5 Kilometer, die ich gefahren bin. Reichweite 99 Kilometer im Sportmodus. So, ich habe gerade meine Vollbremsung hingelegt und hier kam ich um die Ecke und habe hier diesen schönen Stick gesehen. 26.09.1999, Brückenschlag. Was heißt Brückenschlag? Die Brücke rübergeschlagen oder die Brücke zerschlagen. Das ist doch nett hier, oder? Ja. Wir haben ein Schilf hier. Ja, jetzt darf ich den Fehler nicht gleich nochmal machen, sonst lande ich wieder am Zaun. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen anders als Komoot mir vorgeschlagen hat. Ich hoffe, es geht, weil das sieht so zu aus. Nee, war aber Radweg ausgeschildert. Da ist wieder ein Zaun. Achtung. Ja, da hinten ist die Schiffsentmagnetisierungsanlage. Ehemalig. Die haben sie wohl entmagnetisiert. Ich hätte gehofft, das ist das Ortsschild von Rendsburg. Aber nein. Borgstedt. Ja, wie man hier auf der Schautafel sieht, sehen sie nichts. Aber das sehen sie ja selber. Ja, schön hier. Richtiger kleiner Strand. Das ist wie eine Karibik hier. Ich könnte hier die ganze Zeit anhalten. Ja, wunderschön hier. Durch so ein Wäldchen direkt am Ufer. Was für ein Riesenschild. Jetzt fahre ich hier so ein. Ja, so ein Ärmel da rein. Also ich fahre hier einmal durch Rendsburg durch und dann plane ich durch den Fußgängertunnel zurückzufahren. Jo. Ja, ich saß gerade da bei dem Bäcker und hatte ganz hinten die letzten roten Schirme und ich hatte mein Fahrrad nicht mehr richtig im Blick. Deswegen habe ich mir das Brötchen jetzt hier
mitgenommen, das zweite. Das erste habe ich dann noch gegessen, Kaffee getrunken. So, weiter geht's. Ja, super, ich wollte gerade los und sehe das hier. Aber zum Glück nur unten. Haha. Mein erster Platten, jetzt nach 3360 Kilometer. So, ich habe erstmal notdürftig aufgepumpt. Jetzt sehe ich gerade da hinten eine Tankstelle. Ich glaube, ich hau nochmal richtig Bar drauf. Ich habe mit der Handpumpe ein bisschen aufgepumpt vorne und bin hierher gefahren. Und jetzt beobachte ich das mal und in der Zeit esse ich einfach mal ein anderes Brötchen. Dazu setze ich mich schön ans Wasser. So, diese Bank habe ich mir ausgesucht, um mein Brötchen zu essen und gegebenenfalls den Reifen zu flicken, falls er in der nächsten halben Stunde Luft verliert. Ich nehme an, dass ich das gleich zerlegen muss alles. Naja, ist ja eigentlich auch kein Thema. Das Loch kann nicht so groß sein. Also noch ist Luft drauf. Ja, schon etwas merkwürdig. So nach 10 Minuten hat er immer noch keine Luft verloren. Oder nicht merklich nach Daumendrucktest. Ich fahre jetzt einfach mal weiter und dann schauen wir mal. Sonst flicken kann ich ihn ja überall. Nur habe ich dann wahrscheinlich keine Tankstelle mehr. Aber eine Pumpe habe ich ja dabei. Auch schön hier. Was für ein schöner großer Parkplatz hier. Ja, ich bin jetzt 58,5 Kilometer gefahren. Nicht mal die Hälfte. Eieiei. Friedhof, da gibt es Wasser. Ah, cool, hier ist dieser Tunnel. Kiel 36. Wieso bin ich denn so lange gefahren? 36 Kilometer und ich bin 56. Das ist doch irgendwas schiefgelaufen. Naja, wer weiß. Ein Eisstübchen. Ist das eine Ladestation? Die Tour wird angepasst. Nee. Jetzt umkehren. E-Parkplatz. Ah, nicht für mich, schade. Ja, hier geht's nicht weiter. Da hinten ist aber ein Wohnmobilstellplatz. Ja, und die Fähre, da gab es eine Schwebefähre, die da unten dran hing. Die ist aber kollidiert, ich glaube 2016, mit einem Schiff. Da hat wohl der Fährmeister nicht aufgepasst und seitdem ist das Ding abgehängt worden. Und nicht mehr in Betrieb. Schade eigentlich. War auch kostenlos, wie eigentlich alles, was hier über den Kanal führt. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass der Reifen doch Luft verliert. Jetzt werde ich noch mal schnell durch den Tunnel und dann ja irgendwo mir auf der anderen Seite den Plätze suchen und den Reifen mal flicken. Nutze ich doch gerade mal hier. Die war erstmal alles abgebaut. Natürlich ging die Pumpe nicht. Super kleines Loch. Und im Reifen steckt ja auch tatsächlich irgendwie ein kleiner Fremdkörper. Den habe ich so irgendwie reingedrückt. Wird schon weg sein. Also war nicht mehr zu spüren danach. So, der Reifen ist geflickt. Sollte eigentlich wieder funktionieren. Ich war nicht so ganz zufrieden mit der Reifenmontage. Ich hatte den Eindruck, wollte an einer Stelle auf und die Flanke sitzt nicht richtig in der Felge. Es wird sich aber gleich zeigen, wenn es mal ein bisschen ebener ist, dass irgendwie Eier oder Beulen schlägt. Mal sehen, ob ich dieses Segelschiff gleich wieder einhole. Es ist 14 Uhr und das hat mich jetzt echt ein bisschen aufgehalten. Gut, ich habe auch ein bisschen rumgetrödelt. Aber dafür habe ich jetzt auch gegessen. Und bräuchte mal irgendwann wieder Wasser. Ja, schon der nächste. Ich schätze mal, ich hätte gerade einen Kilometer oder 800 Meter Abstand zu dem vorigen.
Ich weiß nicht, ob das mit dem Bremsweg in Ordnung geht. Schilp heißt das hier. Ja, war einfach gesperrt. Das war hier Landstraße. Fähre gab's da nicht. Sah nicht so danach aus. Da sind ein paar Leute rum. Aber hier kommen ja auch noch andere Radler entgegen. Ich denke mal, ich mache das richtig. Ja, nettes Plätzchen hier. Aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Deswegen hätte ich mal auf Komoot hören sollen, weil er sagte, wechsle mal wieder das Ufer. Also muss ich gleich mit der Fähre nochmal zurück. Kilometer und dann mit der Fähre rüber. Ja, ich habe mir endlich mal offene Schuhe angezogen. Wen interessiert das? Aber ich mache das doch anders. Ich habe da hinten Radfahrer gesehen und Radfahrerinnen. Da drüben auch. Komoot wird mich jetzt wieder rüberführen. Kilometer weiter und wieder auf die andere Seite. Fahre ich doch lieber so rum, oder? Ja, die stand hier schon, die Fähre, also habe ich sie ja doch genommen. Ja, so bleibt das mal. Jo, habt ihr gesehen, ich habe noch ein Bierchen getrunken und mein Wasser aufgefüllt. Ja, in diesem komischen Laden, die waren da ein bisschen merkwürdig drauf. Meine waren freundlich, aber die wollten mir das Wasser nicht abfüllen, dürfen sie nicht. Klar dürfen sie das nicht, wegen Corona. Naja, ich habe mir das da von der Toilette geholt. Also ich meine, aus dem Wasserhahn, auf dem Klo, auf der Toilette. Ja, und jetzt habe ich endlich Komoot verstanden, wie ich sehen kann, wie weit es noch zu meinem Zwischenziel, zum Campingplatz ist. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass es noch 55,5 Kilometer sind. Ich bin bereits 85 Kilometer gefahren. Also sind das irgendwie 15 mehr, als ich dachte. Gut, ich bin ein bisschen durch die Gegend gegurkt. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch heute schaffe, dahin zu fahren. Sonst nehme ich mir einen anderen Campingplatz. Und morgen kürze ich dann halt ein bisschen ab. Ich weiß nicht. Ja, ich schaffe das auf jeden Fall bis Sonntagabend wieder zurück zu sein. Das ist überhaupt kein Thema. Du hast ein bisschen dröge jetzt hier. Aber trotzdem finde ich es eine schöne Tour. Also ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, hier zu fahren. Vor allen Dingen sind hier keine Autos. Ja, hier kann man einfach fahren, fahren, fahren. Und der Weg ist inzwischen ziemlich gut. Ich würde mal sagen so, 8 von 10 Punkten. Ah ja, und zur Reichweite. Da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen heute. Also ich bin jetzt 85 Kilometer gefahren und habe noch eine Restreichweite von 85 Kilometer im Eco-Modus und im Tour-Modus noch 55 Kilometer. Also würde ich noch hier meinen Campingplatz hier locker erreichen. Jetzt rechts abbiegen, danach Fähre. Und es geht wieder auf die andere Seite. Ja, hier erfolgte der Antrieb der Fähre früher. Ah, was für eine Rostlaube. Ich hätte eigentlich rechts abfahren sollen, nach meiner Planung. Da hätte ich mir so einen Aussichtsturm angeguckt. Aber ich glaube, das schenke ich mir jetzt. Dann fahre ich kürze ich ein bisschen ab. Spare ich mir ein paar Kilometer und Zeit. So, wo geht's weiter? Albersdorf. Ich will eigentlich nicht nach Albersdorf. Das habe ich gecancelt. Önhorn, also auf jeden Fall ist hier die Nockroute.
dann fahre ich doch mal weiter. Eine schöne Farbe, die so in die Landschaft passt. So ein Mintgrün. Hier, nette Bildchen. Gerade machen wir kurz ein Päuschen. Ja, ich sehe gerade, Komoot wollte mich auf die andere Seite locken. Hallo. Weiß nicht warum. Habe ich da irgendwas geplant? Keine Ahnung. Also jedenfalls kann das nur über diese Brücke gehen. Also muss es da auch einen Weg nach oben gehen. Da hinten geht es scheinbar hoch. Ah, ist wahrscheinlich ein wahnsinniger Umweg. Muss ich mir nochmal überlegen. Aber ob ich jetzt da lang fahre oder hier lang, dasselbe in Grün, oder? Ja, ich habe mich entschieden, doch nicht über die Brücke zu fahren, sondern einfach weiter geradeaus. Also ich bin immer noch auf der rechten oder nördlichen Seite. Es gibt ja keine Fließrichtung hier. Komoot, ja, hat mich ja rübergeschickt und plant, auf der anderen Seite zu fahren. Und schickt mich immer noch zurück zum Aussichtsturm. Und meldet mir alle 10 Sekunden, Route wird angepasst. Mal sehen, wann er peilt, dass ich wieder auf der Route bin. Was die für ein Geraffel dabei haben zum Angeln. Also ich habe ja meine Brille verloren, also die Schutzbrille sozusagen, ohne Tönung. Ich brauche dringend eine neue, weil mir halt doch die kleinen Fliegen direkt in mein Auge fliegen. Auf der Sonnenbrille ist das einfach jetzt zu dunkel. Und wieder ein Bier gehalten. It's not your fault and you don't deserve all the bad in the hurt. Ja, hier ist sogar ein kleiner Aufzug. Dienstliche Zwecke sicherlich. Nicht für touristische. Da geht sie weiter. Wow. Ich bin jetzt in Burg. Bin ein bisschen ab vom Kanal und fahre jetzt hier durch Burg durch. Warum auch immer. Ich glaube, weil ich der Brücke folgen wollte. Ich habe da nochmal Luft geprüft auf 4 Bar. Ich hätte nur irgendwie auf 2 Bar aufgepumpt. Und jetzt habe ich ja 2-mal wieder vorgekommen. So, und hier soll es zum Fähranleger gehen. Bin mal gespannt, ob da noch was fährt heute. Das sieht ja so gottverlassen aus. Also der Reifen scheint ja wieder Luft zu behalten. Ja, schauen wir mal nach der Fähre. Boah. Schön ist. Hier kommt gleich die Fähre. So langsam habe ich wieder Appetit. Ja, hinter mir ist auch ein Restaurant. Aber ich muss heute noch zum tiefsten Punkt Deutschlands. Ja, ich bin extra nochmal 3 Kilometer hier gefahren. Hier ist nämlich die tiefste Landstelle der Bundesrepublik Deutschland. Ja, könnte man auch mal auswechseln, das Schild. Ja, Elbdeichhöhe 8 Meter und so weiter. Hier sind noch ein paar Fluthöhenangaben. Ja, normal 0, hier ungefähr bei 2,50 Meter. Insektenhotel. So, fahren wir wieder zurück bis zur Fähre und, oh, da gibt es noch was. Folge dem Weg 2,3 Kilometer. Oh, sogar minus 3,54 Meter unter Null. Wenn ich mir das in Ende angucke, ist keine 3,50 Meter. Das ist auch nicht uninteressant. Hier kommt das Wasser praktisch durch den Überdruck, weil wir so tief liegen. Hier natürlich wieder raus. Cool.
kein Trinkwasser. Ups. Und eine alte Dame. Ja, noch einen griechischen Giebel eingebaut. Ja, auch ein bisschen windschief schon. Steht eine Waschmaschine. Hier haben wir ein postgelbes Haus. Ja, könnte vielleicht ein Bausatz von Ikea. Das hat hier schon ein bisschen Schieflage hier. Ja, der Platz ist 8 Kilometer entfernt und ich habe eine Restreichweite von 13. Allerdings kommt hier eine heftige Steigung. Es sieht, glaube ich, eine Punktlandung. Ja, ich bin auch im Tourmodus, finde ich ganz, ganz angenehm. Oh, Turbo. Das ist einfacher. 10 Kilometer Restreichweite. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. So, ich bin im wunderbaren Örtchen Kuden. Und ich weiß, es gibt hier auch einen Wildcampingplatz. Wildes SH heißt die Webseite, da gibt es ein paar Verzeichnungen in Schleswig-Holstein. Oh, was für ein Riesenloch hier. Ja, hier sind schon die Blumen gedeckt. Folge dem Weg 450 ja. Meter. 740 Meter und 2 Kilometer Restreichweite. Das ist eine Punktlandung. Und jetzt geht es nochmal hoch. Wahrscheinlich geht mir kurz vom Platz der Akku aus. Man wird ganz schön treten hier. Ich merke es ganz schön in den Beinen. Ja, hier ist der Flugplatz. St. Michaelsburg. Sieht auch nett aus. Bin hier direkt im Kies gelandet. Wieder am Platz und habe keine Restreichweite mehr. Hallo. So, Luftmatratze ist aufgeladen. Das steht hier alles innerhalb von fast 5 Minuten. Wie sieht das aus? So, das Zelt steht. Und Inhalt ist auch schon gefüllt mit Luftmatratze und so weiter. Hier ist das Bier, das werde ich mir gleich gönnen. Die Sonne geht unter. Und jetzt hole ich mein Display nochmal vom E-Bike. Zum Ausstecken. Fahrzeit. Reichweite habe ich es wieder nachgeladen, war ja gerade echt leer. Gesamtkilometer. Ja, 131,65 Kilometer mit einer Akkuladung. Na, dann feiern sie noch ein bisschen, sonst ist nichts los hier. Pächterin. Meinte, ich soll 10 Euro reinschmeißen heute Abend oder morgen. Ja, ich muss es noch Formular ausfüllen und einfach zusammen mit 10 Euro einfach vorne einschmeißen. Das Begrüßungsbier ist da auch mit drin. Das hatte ich bisher auch noch nie. So, jetzt lade ich noch mal ein bisschen. Bisschen verwinkelt. Das ist ja auch cool hier, diese Duschen. Bisschen eng. Vier. Ich glaube, ich bin hier in Dithmarschen. Sie meint, das gibt es nur in Dithmarschen, das kostenlose Begrüßungsbier. Ja, toll.
Ja, nochmal ein kurzes Fazit vom Tag. War tolle Fahrt. Manchmal ein bisschen langweilig, weil es einfach nur geradeaus ging am Kanal entlang, aber ich fand es wirklich toll. Also immer schön am Wasser. Ja, man hat Wasser gehabt und war jetzt überhaupt nicht anstrengend. Zum Schluss hatte ich ein bisschen Panik gehabt. Nein, nicht Panik, aber Bedenken, dass ich überhaupt hier überhaupt noch ankomme. Aber dadurch, dass ich abgekürzt habe und nicht zum Aussichtsturm gefahren bin, war das gar nicht mehr so viel. Dafür bin ich ja noch zur tiefsten Stelle Deutschlands dann letztendlich. Ja, hat sich nicht gelohnt, aber mal da gewesen zu sein, ist immer nett zu sagen, wenn man mal auf dem Gipfel steht, dann kann man sagen, ich war auch mal auf an der tiefsten Stelle Deutschlands oder der BRD. Was für ein Flugverkehr, aber schön ruhig ist es hier, einfach diese Ruhe. Mal schauen, ob ich noch irgendwas muss ich essen. Ich habe leider nichts dabei. Ich habe die beiden Tütendinger da vergessen. Sonst hätte ich mir was selber kochen können. Das hätte ich auch gemacht, weil Getränke sind noch genügend da. Unglaublich, oder? Muss man noch was in die Kasse schmeißen? So, hier ist eine Kasse. Aber zu essen habe ich nichts. Und ich könnte es auch ohne aushalten. Aber dann bin ich morgen früh schlecht gelaunt. Werde ich nochmal schauen, was es hier in der Umgebung gibt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Abo. Finde ich gut. Ansonsten schönen Abend. Ja, hier bin ich. Hier ist die Elbe, die Nordsee, Cuxhaven. Und ich bin hier auf dem Campingplatz. Ja, ich habe hier einen Imbiss gefunden, der ist gar nicht mal so weit weg. Da werde ich jetzt hinfahren. So, machen wir's. Jetzt wird es zu dunkel und ich verabscheue mich.